ich grüße dich herzlich wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und wenn ihr im Up-to-Date bleiben wollt, dann lasst doch ihr gerne ein Abo hier auf diesem Kanal. Wir beginnen mit Total War Warhammer 3. Dort gibt es eine neue Map, und zwar Karse Karak. Die ist auch vom Aufbau her genauso ähnlich wie damals schon im zweiten Teil. Nur eben halt mit dem Unterschied, dass sie diesmal im Dunkeln ist. Und innen drin gibt es noch einige Unterschiede. Das habe ich ja auch gesehen, weil an diese Stelle hier, die kann ich mich gar nicht erinnern. Die Map sah auch schon im zweiten und im ersten Teil sehr gut aus. Aber hier jetzt im dritten Teil, da wirkt sie nochmal deutlich überarbeiteter. Dann verlassen wir leider auch schon wieder Total War Warhammer 2, denn dort gibt es leider keine News mehr. Und wir gehen jetzt in Warhammer Vermin Teil 2 rein. Dort gibt es bald einen neuen Test. Ja, wann genau, das weiß man noch nicht, aber es soll bald ein neuer Test kommen für den Versus-Modus. Der letzte Test, der fand ja in einer extra App statt. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Diesmal wird der Test direkt in Warhammer Vermin Teil 2 integriert werden. Ja, wann genau, das weiß man leider noch nicht. Und für die Konsolenversion sieht es schlecht aus. Dort wird der Versus-Modus leider nicht erscheinen. Jetzt kommen wir zum Spiel Warhammer Vermin Teil 2, wollte ich gerade sagen, nein, da waren wir gerade, Realms of Ruin. Und zwar gibt es dort ein DLC, das hinterher geschmissen wird. Ist natürlich an sich ganz gut. Ja, diese DLCs sind leider nur für die Gefechte und ja gut, und für den Eroberungsmodus. Aber das spielen leider nicht mehr so viele. Ja, die Story-Kampagne, die spielen bestimmt noch einige. Die war ja auch super gut, fand ich jetzt. Also ich persönlich fand, dass die Story-Kampagne gut sind, aber das DLC ist leider nicht für die Story-Kampagne. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, Cordos Valentian stört sich in den Nahkampf, während der Graumbeschwörer seine Feinde gerne aus der Ferne mit dem Feuer von Siege in die Luft jagt. Beide DLCs sind für 9 Euro oder einzeln für 5 Euro erhältlich. Sie sollen am 20. März erscheinen. Jetzt kommen wir zu einer Mod, und zwar The Old Realms, oder auch auf Deutsch die Alten Reiche. Das ist die Mod für Mountain Blade 2 Bannerlord. Und dort wird es den Hexenjäger geben. Ich habe gesehen, der kann hier sogar auch, wie in Warhammer üblich, die Anklage, womit er eine Fluch auf seine Gegner macht und diese dann besser abschießen kann. Und es gibt auch neue Maps. Das sieht auch alles sehr, sehr wunderschön aus. Hier auch neue Gegner für die Kampagnen-Map und so weiter. Und es gibt neue Waffen. Und es gibt auch neue Waffentypen und überarbeitete Waffeneffekte. Das ist jetzt hier wirklich sehr umfassend und sehr viel. Ihr könnt das hier aber sehen auf Deutsch. Kann ich jetzt nicht alles drauf eingehen, weil dann würde das Video, glaube ich, 20 Minuten oder 30 Minuten gehen. Also es ist schon, ja, wirklich eine große Bearbeitung. Und es gibt auch einen eigenen Soundtrack. Der wurde eigens für die Mod erstellt. Sowas ist Liebe. Dankeschön. Dann kommen wir zum Warhammer Fantasy Film Chaos Rising. Und zwar haben dort die Filmemacher diesmal jetzt veröffentlicht, dass sie Drohnen einsetzen werden und dass sie den nächsten Film mit einer Spielengine machen möchten, und zwar mit der Unreal Engine 5. Weiter gibt es dort leider nichts. Und von Raikir ist ein neues Warhammer-Lore-Video erschienen, und zwar Warhammers Todesritter Malubö, die Schlange. Auch ebenfalls sehr empfehlenswert. Zwei Links habe ich noch, und zwar entdecke mehr mit dem kostenlosen Probemonat die verfluchte Stadt in Warhammer Age of Sigmar. Dies ist übrigens ja kostenlos, wenn ihr das Probemonat macht, oder besser gesagt den Probemonat in Anspruch nimmt. Und das schwarze Bibliotheksbuch des Jahres 2023, dort könnt ihr dann abstimmen, wer dieses, beziehungsweise wer diesen Titel erhalten soll. Na, das ist für Deutsche natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil nicht jedes Buch ist auf
Deutsch erschienen. Also für uns ist diese Abstimmung, ja, wie soll ich sagen, leider ein bisschen irrelevant. Also wir können halt nur für die stimmen, die wir eben halt auch auf Deutsch lesen. Ja, gut, wenn jetzt ein oder andere von euch Englisch kann und auch englische Bücher liest, dann hat er natürlich ein bisschen mehr Auswahl. Aber ansonsten ist es halt für uns Deutsche halt immer ein bisschen schwierig, ne? Gut, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.